Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß Asbach. Stefan, herzlich willkommen zurück bei Dynamo Dresden. Du hast gesagt oder geschrieben auf Instagram, dass für dich mit dem Wechsel zu Dynamo ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Kannst du uns kurz erklären, warum? Also erstmal herzlich willkommen, hallo. Wenn man aus der Stadt kommt und selber auch schon mal für den Verein gespielt hat, und ich war auch in der Kindheit immer Fan von Dynamo Dresden und viel bei Spielen dabei, auch die Familie und die Freunde immer mit Dynamo Dresden verbunden, und dann ist es einfach so, dass man als Junge sagt, in dem Stadion für den Verein willst du irgendwann spielen. Du bist jetzt den ersten Tag bei der Mannschaft, wie ist dein erster Eindruck, wie haben dich die Jungs aufgenommen? Na gut, mit Justin Eilers kann ich natürlich einen alten Bekannten aus Wolfsburg wieder. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Also einige bekannte Gesichter hat man auch schon von Heimspielen gesehen, wo ich immer schon da war und die Mannschaft besucht habe und mir die Spiele angeschaut hat. Also super aufgenommen, ganz freundlich. Jetzt ist aber entscheidend, wie man gleich ins Training reinkommt, dass man sich da schnell einfügt und anpasst. Und dann sind die Zeichen schon mal sehr gut gestellt. Training ist ein gutes Stichwort. Du hast ein schweres halbes Jahr beim 1. FC Nürnberg hinter dir. Was hast du dir für die Zukunft bei Dynamo vorgenommen? Es ist einfach ein Neuanfang. 2016 ist ein neues Jahr. Ja, das geht wieder neu los bei einem neuen Verein, in einer funktionierenden Mannschaft, die absolut intakt ist, was dann auch nicht einfach ist, als neuer Spieler dort reinzukommen. Aber ich habe es schon gerade eben gesagt, wie sie mich aufgenommen haben, ist schon besonders. Und für mich zählt jetzt einfach wieder, meine Stärken einzubringen für Dynamo Dresden und auch der Mannschaft weiterzuhelfen und natürlich auch Tore zu schießen. Das darf man nicht vergessen, aber wie gesagt, das kommt dann erst nach dem Erfolg der Mannschaft. Du bist ein absoluter Mentalitätsspieler, der immer Vollgas gibt. Ist es auch das, was die Fans von dir erwarten können? Absolut. Also ich glaube, dass andere haben bestimmt mehr Talent als ich. Das ist außer Frage oder steht außer Frage. Aber meine Mentalität, ich glaube, das ist immer was eine große Stärke von mir war und auch ist. Und ich glaube, deswegen habe ich es auch dann in der Bundesliga geschafft. Davon war auch Wolfsburg und Paderborn überzeugt und auch Nürnberg. Ja. Und das ist aber immer eine Sache, hundertprozentiger Einsatz und Leidenschaft, was Fans von mir erwarten können. Ralf Minge hat uns verraten, dass du ihn in den vergangenen Wochen und Monaten per Kurznachrichten und Anrufen fast genötigt hast. Warum wolltest du unbedingt zu Dynamo Dresden wechseln? Ja, also wir haben häufig mit dem Smartphone in Kontakt gestanden und der Austausch war dann schon in den letzten Wochen häufiger, als wie es in der letzten Zeit auch schon war. Weil man einfach sieht, was hier in dem Verein los ist und was sich verändert hat in den letzten Jahren. Es gab nicht immer tolle Zeiten für Dynamo Dresden, aber man sieht jetzt, was zusammengewachsen ist, nicht nur von der Mannschaft, sondern auch im Verein und in der Stadt. Man kriegt so viel mit, auch wo man immer hier war, man hat so viel Erfahrung gesammelt und jeder hat positiv über Dynamo gesprochen und es ist jetzt, man kann was bewegen, ja, und auch letztes Jahr mit dem Umbruch nach dem Zweitliga-Abstieg, wie es dann alles aufgefangen wurde, muss man einfach den Hut ziehen. Und dann war für mich klar, okay, dann verzichtest du jetzt im Winter vielleicht auf einen Wechsel nochmal in die zweite Liga, sondern gehst, viele sagen, ein Schritt zurück ist es für mich nicht. Für mich ist es einfach ein Neuanfang, ja, bei einem Verein, wo man eigentlich nur von träumen kann. Und den Traum will ich jetzt hier leben. Letzte Frage, was haben deine Eltern, deine Familie gesagt, dass du nach vielen, vielen Jahren auf Wanderschaft jetzt zurück in deine Heimat gekommen bist? Ja, die waren überglücklich. Also das Telefon am Freitag nach der Bekanntgabe, das stand nicht mehr still, aber gerade in dem engsten Kreis von Freunden und Familien, also die waren überglücklich. Die freuen sich, okay Stefan, jetzt bist du wieder zu Hause, aber damit ist es nicht getan. Du hast auch ein Stück weit eine Verantwortung, ja, für dich selbst und auch für die Stadt. Du kommst von hier. Der Druck wird nicht weniger, das ist normal. Damit muss man klarkommen und sich dem Druck auch stellen. Aber es ist für mich ein positiver Druck, mit dem ich auch umgehen kann. Und jetzt will ich einfach nur Sachen auch wiedergeben. Ja, das Vertrauen, was in mich gesetzt wurde, auch von Ralf Minge und Uwe Neuhaus, denen ich dankbar bin ohne Ende, dass der Transfer geklappt hat. Jetzt heißt für mich das wiedergeben, was sie von mir erwarten. Vollgas und viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank.